Hallo ihr Lieben, dies ist eine neue Folge und zwar Teil 2 zum Thema Keyhole-Beet. Ich bin gerade dabei, mir eins zu bauen, zu errichten und das passiert alles Step by Step und ihr könnt dabei sein. Heute ist der Kompost-Teil dran und darum werde ich mich kümmern. Ein bisschen Material habe ich schon gesammelt und ich lege einfach mal los. Seid gespannt und bleibt dran. Wie ihr sehen konntet, das ist mein Material, das habe ich rangeholt, außerdem Hammersäge und mein Material, um Löcher in den Boden zu kriegen. Außerdem, wie ihr sehen könnt, habe ich schon im Beet selber ein paar Sachen verteilt und mich auch dazu entschieden, das, was in der Mitte schon liegt, auch nochmal an den Seiten zu verteilen, damit da die Nährstoffe reinkommen und das Kompostbeet dann nächstes Jahr ganz frisch funktioniert. Gut, lege ich einfach mal los. Das ist jetzt meine Ausbeute, mit der ich arbeiten möchte. Das sind 13 Stück. Die werde ich mal ein bisschen aufteilen. Wenn noch was fehlt, hole ich noch was nach. Mama! Und auf geht's! So sieht das Ganze jetzt aus. Ich bin sehr zufrieden. Ich wollte auch nicht alles gleich hoch. Ihr kennt mich. Ich bin ein bisschen, ich sag mal, asymmetrisch mit meinen Dingen.
Ja, aber generell ist das ein Kreis in der Mitte des gesamten Kiholbeets. Die Beetmitte ist fertig, ging auch schneller als ich dachte, deswegen ist jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen Luft, sich um die Steine zu kümmern, die hier noch rumliegen und auf jeden Fall als Beetumrandung dienen sollen. Die ganze Geschichte soll nachher auch funktionieren. Auf geht's! Wie ihr sehen könnt, Schubkarre ist leer. Die Steine sind jetzt an dieser Stelle. Waren nun ziemlich schnell alle. War auch vorauszusehen. Ich werde hier jede Menge Material brauchen, um das durchzuziehen, was ich hier vorhabe. Aber ich bin ja ambitioniert und wo ein Wille, da ein Weg. Und das werde ich auch weiter verfolgen. Gut, weiter geht's. Weiter Steine sammeln. Das ging nun auch fix. Von dieser Seite sieht das so aus. Ihr konntet das nicht erkennen, was ich hier hintertreibe. Da habe ich lauter kleine Steinstücke rein, die ansonsten eigentlich nicht so wirklich verwendbar sind.
und habe damit dann Lebensraum für kleine Lebewesen erschaffen. Wird dem ganzen Beet auch gut tun, werdet ihr sehen. So sieht das dann von hier aus. Steine, die ihr rumliegen habt, wo ihr nicht mehr so wirklich wisst, wofür kann ich das verwenden, eignet sich super genau für sowas, was ich hier gerade mache. Also ich möchte anregen zum Recyceln oder Upcyceln in diesem Fall ja auch schon irgendwie. Die Töpfe hier an der Ecke, da hatte ich auf dem Weg hierher beim Transport schon gemerkt, dass das Ding einen Riss hat und ja, letztendlich ziemlich schnell gebrochen auch dann, als ich das dann hier hatte im Garten. War dann total ungeeignet für Pflanzen. Ja, und jetzt hat das aber eine schöne Stelle gefunden und wie ich finde, passt das hier super hin. Mal gucken, wie hoch das Beet wird. Die Höhe da vorne finde ich schon ganz gut, kann aber höher, je nachdem, was ich am Material dann noch herkriege. Gut, ihr Lieben, das soll es gewesen sein mit der zweiten Folge zum Thema Keyhole-Beet. Ich hoffe, es hat euch gefallen, bereichert, inspiriert und seid weiter gespannt, was da noch so kommt. Ich höre natürlich nicht auf, ich habe da ganz viel vor und guck mal hier hinter mir. Da befinden sich natürlich noch jede Menge Steine, die ich ausgraben kann. Alles für das Projekt verwendbar. Hier übrigens auch noch hinterm Wasser. Mal gucken, vielleicht hilft mir der eine oder andere noch mit Stein aus. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss, euer Lars.